Meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen frohen 2. Dezember. Nein, das klingt irgendwie falsch, aber herzlich willkommen zu Tag 2 unseres Bier-Adventskalenders 2015. Ich freue mich sehr, dass ihr das so gut angenommen habt an Tag 1. Umso mehr freue ich mich natürlich jetzt auf Tag 2. Und wir haben ein ganz neues Bier natürlich. Ich weiß, ihr habt wahnsinnig viele Vorschläge, was ich denn alles für Biere probieren soll. Aber leider muss ich euch enttäuschen. Natürlich sind alle 24 Biere schon gekauft. Also kann ich jetzt keine Wünsche mehr annehmen. Aber wir können uns das ja gerne fürs nächste Jahr merken, wenn euch das so gefällt. Jetzt gucken wir mal zu Bier Nummer 2. Wir haben hier einen Zettel. Hier steht nämlich eine 2. Oh, man sieht es sogar. Guck mal. Man sieht die 2. Guck mal, das ist Bier Nummer 2. Und das werden wir jetzt trinken. Jetzt mache ich alles kaputt, das ist aber auch schon egal. Und zwar, was haben wir denn hier heute erwischt? Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Fürstlicher Genuss auf jeden Fall schon mal. Und zwar Landfürst Premium Export. Willst du den Typen mit der Glatze trinken? Der hat keine Glatze. Achso, ja, das weiß ich doch nicht. Auf jeden Fall, guck mal, Landfürst Premium Export. Fürstlich edel und extra mild im Geschmack. Also ein mildes Bier, ja? So, pass auf. Dann werden wir das doch gleich einmal einfüllen. Ja, Tag 1 hatten wir das Warsteiner Weihnachtsbier. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht gewesen. Also ich hätte es deutlich schlimmer erwartet. So, dann befüllen wir mal. Okay. So, bitteschön. Einmal, oder warte, ich lese doch ganz kurz vor, dann kannst du die Flasche gerne behalten. Extra mildes Landfürst Export ist nach dem Reinheitsgebot von 1516 sorgsam gebraut. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt. Fürstlich volles Aroma für edelsten Genuss. Ja, also, erstes Mal Schaum, nein, nein. Das fällt mir schon mal sehr negativ ins Gewicht. Schaumkrone ist tot. Das ist schon mal, Leute, das ist schlecht. Ein Bier, wenn ich es in ein Glas fülle, soll eine schöne Schaumkrone haben. Und die ist ungefähr sehr dünn. Dünner als ein asiatischer Penis. Okay, lassen wir das. Ja, ich probiere dann mal ein Prosit. Woher weißt du, wie asiatische Penisse aussehen? Weiß ich nicht. Prost, Freunde, auf den 2. Dezember. Ja, mild trifft schon. Lässt mich geschmacklich, aber haut mich das überhaupt nicht vom Hocker. Was meinst du? Ne. Also sehr viel Kohlensäure. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ja, doch, man sieht schon. Also es steigt schon ganz schön heftig rauf. Farblich, ja, ist halt typische Bierfarbe. Da gibt es nichts zu meckern. Das sieht ordentlich aus. Wenn halt, wie gesagt, noch eine schöne Schaumkrone drauf wäre, dann würde sich das auf jeden Fall zumindest vom Äußeren sehr gut ansehen lassen. Aber man merkt auch keine Schaumkrone und deswegen auch geschmacklich. Ich weiß nicht. Du hast jetzt eine Schaumkrone. Gut, wenn man es natürlich schüttelt bis zur Vergasung, dann kommt irgendwann schon Schaum. Ja. Also sehr wässrig, oder? Nicht? Also ich find's wässrig. Ja, hat einen total lahmen Abgang. War einen bitterlichen Abgang, oder? Gut, wenn man natürlich vorher Einhorn-Kaugummi gegessen hat, dann schmeckt das Bier auch wie Scheiße. Das ist ja dann eh klar. Also, austrinken muss ich es eigentlich nicht, ne? Was meinst du jetzt? Gestern hattest du mehr zu sagen, also scheinbar kann das Bier dich nicht umgehauen haben. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ist halt nichts Besonderes. Es ist nichts Besonderes. Man kann aber auch einfach sagen, Landfürst, also sagen wir so, edel schmeckt anders. War doch die Beschreibung. Und, nee, ja doch, fürstlich. Fürstlich.
Fürstlich schmeckt das bitte, bitte gar nicht, nein. Das wird mit jedem Schluck schlimmer. Nee. Das war... Das, wie, was mache ich für ein Ding drum? Das ist ja eine professionelle Verkostung. Und ich sage jetzt ganz klar, das kann man auch bei Bier machen, da müssen wir nicht rumkacken. Kann man sehr wohl. So, ich habe gestern noch von dem Thema Empfehlungen geredet. Eins kann ich aber tatsächlich empfehlen. Braucht ihr nicht kaufen. Das wird sich nicht lohnen. Ich hatte gestern noch, ich wollte euch noch nämlich den Preis dieser Biere sagen. Wir hatten ja gestern das Warsteiner Weihnachtsbier. Das hat im Übrigen 69 Cent gekostet. War aber eine 0,33er Flasche. Jetzt haben wir heute hier bei Landfürst Premium, da musste ich schon sauer aufstoßen. Schlechtes Zeichen. Haben wir aber eine Literflasche und Liter... War. Moment, muss ich erstmal finden, ey. Landfürst, ne? Genau, Landfürst Premium Bier. 59 Cent für einen halben Liter. Also 10 Cent weniger als die 0,33er Flasche. Boah, nee. Also, das muss nicht nochmal sein. Nee. Tag 2 des Bier-Adventskalenders hat mich jetzt leider nicht vom Hocker gehauen. Im Sommer wäre es lecker. Was ist denn das für eine Aussage? Warum ist es im Sommer lecker und jetzt im Winter nicht? Weil im Sommer Kohlensäure gut ist. Ach so, weil im Sommer Kohlensäure gut ist. Gut. Ich lasse das mal so stehen. Mir ist dann völlig egal, ob das Sommer ist oder Winter, wenn ich mein Bierchen trinken will. Das war Tag 2 des Bier-Adventskalenders, meine lieben Freunde. Es war mir wieder eine Freude und eine Ehre. Das macht unheimlich viel Spaß, muss ich auch sagen. Es ist, ich finde, es ist ein tolles Konzept und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr das auch an Tag 1 so cool aufgenommen habt. Und ich hoffe, dass euch Tag 2 auch gefallen hat. Wir sehen uns dementsprechend morgen zu Tag 3 wieder und ich freue mich schon drauf. Gefühlt würde ich am liebsten alle 24 Bier, wie man das damals gemacht hat, wenn man so einen Schoko-Adventskalender gehabt hat, einfach alle 24 schon rauspullen. Würde ich am liebsten schon alle 24 trinken und probieren für euch. Aber da muss ich leider ganz brav und geduldig sein. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns zum 3. Dezember wieder.